Ja, du musst schon fahren, Kollege. Oh. Go, go, go. Car right, clear right. Damn, Blackie mit dem geilen Start. Ey. Was ist das für ein Dödel, Alter? Still there. You're in the middle. Kann mir das mal einer sagen? Yellow flag. Er hat mich voll rausgehauen, warte ich. Still there. Clear all round. The car behind. Ich schau mal in die Wiederholung. Die 30. Warte, green flag, you're clear. Alright, Sasha. Die 30 kann sich gewesen sein, die war direkt vor mir. Ja, die 30 hat voll zugemacht. Die hat mich berührt, doch. Echt jetzt? Ja. Soll ich abschießen? Green flag, you're clear of the internet. Ich räche meinen Teamleiter. Ja, das Abschießen macht der Go schon. Ich sehe gerade, 30 ist gar nicht mehr vor mir, das ist 26 jetzt. Wir fährt den gleichen scheiß Audi. Naja, dann habe ich ein bisschen Zeit. Musstest du erstmal in die Werkstatt? Ja, bei dem Crash, ja. Es lohnt nicht, da weiter zu fahren. Right side. Hold your line. Clear right. Yellow flag. Left side. Clear left. Incident clear. Green flag. Der ist, glaube ich, auch runter vom Server. Boah, vor der Schikane haben sich wieder sämtliche Schilder abgemäht. Ui, irgendeiner geht rechts raus, ja. Eighth place. Right side. Hold your line. Clear right. Steel hieß der Typ. N. Steel. Aber es wird rausgehen. Car right. Still there. Clear right. Nee, ist noch da. Echt? Ja. Okay, Sasha. The next car is Ludwig. Ich beobachte den mal ein bisschen. Die 26 ist hier auch schwer zu knacken, du. On your left. Clear left. Nice one, mate. Aber ich hab's gekriegt. Green flag, sector 2, 6th place. Jetzt hat der Kollege wieder ein paar Leute aufgehalten, dann wurde er rausgedreht, jetzt hat er den Server verlassen.
Ja. Verdient hat das. Jo. That's 20 minutes to go, 20 minutes. Das ist das zweite Rennen, wo wir nicht gegeneinander kämpfen können. Mhm. Wow. Alter, wird der BMW langsam. Ein Schumacher ist. Jetzt wäre ihm beide reingeschossen. Alright. Hold your line. Hold your line. Still there. Hold your line. Clear right. The leader has just done a 155.76. Yellow flag. Well done, Sasha. This is terrific. Exactly what we came here for. P5. On your right. Clear right. Unheimlich schwer hier zu überholen, finde ich. Ja. Ja. Du musst immer auf den Fehler des Gegners warten. Mhm. Ja. Ist nicht wie Imola. In Imola kannst du wenigstens noch pushen, ne? So ein bisschen. Ja. Green flag. Behind's increased to 2.1 seconds. Nah, okay, Sasha, you're gaining on this car. The gap is 2.1. Endlich hier wieder ein 56 da. Mhm. Kaum ist kein Schaden auf der Karosse, geht's wieder. Incident in Sector 2. Sector 2. Das Wichtige ist jetzt, das zu halten, ne? Nochmal eine 6.4. Ja. Nochmal eine 6.4. Nochmal eine 6.4. Ja, das ist nicht das Problem. Mhm. Mein Problem, wo vorhin habe ich ja konstante Zeiten gefahren. Das war halt einfach das Problem, dass mein Auto im Arsch war. Naja. Sector 2 is clear. Phoenix, hi. Incident in Sector 3. Sector 3 is yellow. Muss meine Musik leider stellen, ja. Phoenix XXV, hi. Ah, Phoenix von gestern, ja. Ich höre ihn immer noch nicht. Ich habe jetzt gedacht, welcher Phoenix ist das? Wir haben schon einen hier. Sector 3 is clear. Magst du mitfahren? Also ich kann ihn nicht hören. Die anderen können ihn scheinbar hören, ja, ich nicht. Die muss ich mal lauter stellen, glaube ich. So. Du kannst gerne mitfahren, wir sind auf dem VVR-Server. Werbung bringen. Der Rede
has just done a 155.73. You've just done a 156.26. That's your quickest lap. All right, Sasha, 15 minutes left. That's 15 minutes. Oder wollen wir gleich auf den Trainingsserver gehen, Leute? Müsst ihr wissen. Wenn es zu stressig wird hier. Jetzt gerade geht's eigentlich. Okay. Auf dem Public. Ja, man muss halt einfach von hinten starten und 20 Sekunden Vorsprung lassen. Mhm. Dann räumen die sich erstmal gegenseitig weg. Naja. Das macht mehr Sinn. Es sind hauptsächlich die ersten zwei Runden, die absolut chaotisch sind. Der Rest ist eigentlich tolles Racing. Welcher Server ist denn das genau? Gib mal ein VVRT. Dann müsstest du da schon einen vollen Server sehen, in Nürburgring bringen. Erstaunlicherweise sehe ich genau zwei Server. Ein Server von VVRT. Zugriff möglich wegmachen. Ah, okay. Mhm. Müssen mehr da sein. Stay between the lines, please, Sasha. Oh, okay. Dann nochmal auf den Trainingsserver. Oder können wir. Ja, genau. Haben wir einen Trainingsserver, Go? Wo wir. Ja, ich glaube schon, dass wir einen haben, ja. Training Nürburgring Night. Dann können wir ja gleich. Ja, genau. Dann können wir ja gleich da reingehen. So. Ein bisschen chillig mal ein paar Runden fahren. The leader has just done a 155.00. Tja, die 1.55 wäre jetzt auch da gewesen, aber da war ordentlicher Fehler drin. Wenn wir jetzt nebeneinander herfahren, dann steigert sich seine Rating natürlich, ne? Ja. Du das die Nummer 1. Wir denken, du wirst zum Ende kommen, aber wir sind nicht sicher. Okay. Mein Crewchief macht sich Sorgen wegen dem Sprit. Kacke. Mach die Mary Juice Taktik. Hm? Mary Juice Taktik. Stell dein Mapping auf Safety Car. Und dann das Auto abstellen, oder? Weil das Auto nicht mehr geht. Ja. Ja, das war nur ein Trick von ihm, weil er keinen Bock mehr hatte zu fahren. Auto Mapping auf 8 Stellen und dann in die Box fahren und so Tourmates zu werden. Technischer Schaden da. Genau. Kenne ich normalerweise nur vom Villa. So, Phoenix, wie lange bist du denn schon dabei eigentlich hier? Bei ACC? Ich hab. Okay, Sasha, you've got half your fuel left. Mhm. P3. Erstaunlicherweise erst mit dem Gamepad angefangen, mit dem hier so ein Pumpetech-Leck gerade geholt. Geil. Okay. Und seitdem. Versuche ich halbwegs regelmäßig zu fahren. Da habe ich primär eigentlich auf Monza aufgehalten. Hm, weil ich mir irgendwann dachte, so eine Strecke mal können wäre schon. The gap in front is now 2.7. Und ja, seitdem halt immer wieder mal so zwischendurch. Weiß, benutze ich irgendwelche Hilfen? Ja, eigentlich nur Traktionskontrolle und ABS. Okay, irgendwelche Programme nebenher für das Game. Weil das sind noch ein paar diverse Sachen, was man sich so noch draufpacken kann, draufladen kann. Spiel für die Reifendrücke, um die Reifendrücke rauszufahren. Ja, ich habe dieses was ist das? Race Engineer? Nee, Armamentarium als Armamentarium, genau. Mhm. Jo, cool. Okay. Das zeigt dir auch alles an, die Reifendrücke und so, ne? Genau. Okay, perfekt. Okay, dann können wir.
You've got 10 minutes left. 10 minutes to go. This is brilliant. Keep it up. Im Honda fährst. Auf wie viel ist denn der SA gerade? 63. 63, okay. Your last lap time was 1.56, 1.31. Oh Mann, der Backmarker hat einen P2 nicht lang genug aufgehalten. Sector 3 is now yellow. Sector 3 is now clear. Boah, sei jetzt bitte nicht langsam, Schumacher ist. On your right. Hold your line, clear right. 10 minutes of fuel remaining. Left side. Still there. Clear left. Das war jetzt keine gute Runde. The gap is now 9.4 seconds. So werde ich auch nicht aufholen, wenn ich so weitermache. Yellow flag, stay sharp. Wir fahren ein bisschen näher. Incident clear, green flag. The gap in front has increased to 3.2. Ach, ihr seid schon weg? Ich bin noch mit dir auf dem Server drauf. Wie war das, wenn du hinter einem fährst, geht deine Dings auch hoch oder wenn du vor einem fährst? Wenn du hinter einem fährst, ne? Ja, ja, dann geht's am meisten hoch. Dann geht's am meisten hoch? Ja. Okay, dann halt mal die Linie einfach. You're clear of the incident, green flag. About track limits. That's boy Fehler. Das wird wohl wieder maximal P3. Ups. Nee, das war nicht geplant. Green flag sector 1. Da hat es, glaube ich, Blacky den neuen abgeräumt. Just done a 155.07.
5 minutes to go. This is good. We'll be on the podium if we can keep it together. Far left, clear left. Yellow flag. Green flag, incident clear, P3. Okay, Sasha, we've just cut the track. The gap in front is now 3.8. Kann nicht wahr sein. Green flag in sector 1. Pushen wir mal einen rauf, komm. 5 minutes of fuel remaining, 5 minutes. Hast du bisher nur den Honda gefahren oder auch andere Autos? Ich habe früher eigentlich die ganze Zeit über den Aston Martin gefahren. Mhm. Und bin dann irgendwann mal jetzt, zusammen mit den ganzen anderen Autos einfach mal durchgetestet und festgestellt, dass mir die Start mit der Honda eigentlich so mit am besten liegt vom Fahrverhalten her. Wow, okay. Ansonsten eigentlich bin ich mehr mit dem Aston Martin unterwegs. Track limits, watch those lines. Very little fuel left. Honda ist eher so das Sprintfahrzeug. Nicht unbedingt Langstrecke. Ja. Aber im Sprint ist er stark. Ich weiß jetzt nicht, was du mehr fahren möchtest. Möchtest du mehr so Ausdauerrennen fahren oder mehr so Stundenrennen? Ich habe da in der Richtung eigentlich noch überhaupt keine Präferenzen. Wie gesagt, ich habe bis dato nur diese Open Lobbys mit durchgenommen halt. Last lap, bring it on home. Ja. Halt mehr für mich alleine halt durch die Gegend gefahren. Ja. Ich glaube, das längste bis dato war eine halbe Stunde. Okay. Ja, ich meine, wenn wir jetzt heute üben und du auch sicher bist, also auf der Strecke die Bremspunkte gut weißt, dann können wir mal so ein paar Testrennen auch auf dem Public Server später machen mit dir. Ja. Dass du einfach mitfährst, wenn ich morgen einen Test drin für die Liga. Genau, das geht halt eine Stunde. Da muss man halt einfach nur ein bisschen aufpassen, wenn man fährt, dass man niemanden abschießt. Und die Jungs können wirklich fahren. Ja. Die da mitfahren. Da ist dann auch nicht diese ganze Situation wie auf dem Public Server. Dass da Turn 1 immer so ein Würfelspiel ist, ob du durchkommst oder nicht. Ja, das habe ich des Öfteren auch schon bemerkt. Und der beste Trick, die SA hochzukriegen auf Public Servern, ist, dass man einfach hinten startet. The stewards have warned us for cutting the track. Keep it between the white lines. Hey.
Naja, wieder P3. Ja, damit ist auch gemeint, von Go, am Anfang zahlt man halt immer so ein bisschen Lehrgeld, ne? Also man ist halt langsam, ne? Man muss halt auch schauen, dass man halt niemanden abschießt und niemanden das Rennen kaputt macht, sozusagen. Gut, im Training, klar, es ist, kann das mal passieren, gar keine Frage. Ja, klar.